Als letztes Spiel dieser Saison besuchten wir das Spiel der 1. Klasse Süd vom SV Dialet Zuberbach gegen den SC Wiesfleck. Zu diesem Spiel kamen ca. 150 Fans, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Johann Herzig und seinem Assistenten Marco Miskic geleitet. Beide Mannschaften zählen zu den Aufsteigern der letzten Saison und für beide zählt hauptsächlich der Klassenerhalt. Nun lassen wir uns überraschen. Leithold mit langem Schuss. Thomas Hewski gegen Ungerböck. Kassa. Ballverlust an Thomas Hewski. Kuroli. Kassa. Ungerböck erwischt den Ball nicht. Kuroli. Kvetina. Und Tor! 1:0 für Zuberbach. Und das schoss Luca Kvetina, ein Naturtalent. Ein 16-jähriger junger Bursche, der seinen Traum, Fußball zu spielen, langsam verwirklicht. Seine Mutter unterstützt ihn dabei kräftig, so wie auch die ganzen Zuberbacher Fans. Wie auch immer, Zuberbach führt 1:0 in der 5. Spielminute. Bravo! Bravo! So meine Jahrzehnte! So! Komm her! So, meine Damen und Herren, unser 15-jähriger Luca! Das 1:0 für Zuberbach! Torschütze! Luca Kvetina! Bis jetzt ist es ein ziemlich ausgeglichenes Match mit wenig Chancen. Kassa? Zenne verliert den Ball an Pinozza. Der gibt weiter an Hettlinger. Der Tormann erwischt den Ball nicht. Hettlinger und Sieber retten vor dem Zuberbacher Tor. Eine riesen Chance für die Gäste, den Ausgleich zu erzielen. Sie scheitern nicht am Tormann, sondern an Sieber, der den Ball wegschoss. Eckball? Abgewehrt. Nachschuss vom Platzer? Abgestoppt. Dieses Mal war es Salai, der das Tor rettete. Einwurf? Pinozza? Kirnbauer? Und wieder rettet Salai das Tor. Einwurf. Pinozza. Gästespieler. Und Leithold schießt den Ball weg. Hier erobert der junge Kvetina geschickt den Ball. Gibt weiter an Varga. Noch immer Varga. Und er schießt knapp am Tor vorbei. Ungerböck. Simon. Ein Weitschuss, aber zum falschen Spieler. Ferk. Pinozza. Hettlinger. Kasa. Schuss. Stange. Und Tor. Ausgleich zum 1:1 in der 23. Spielminute. Torschütze Daniel Kasa. 22. Spielminute, neuer Spielstand 1:1. Einwurf, Kuroli, Varga, gibt weiter an Horvath, Simon und Oa. Das müssen wir uns noch einmal ansehen. Horvath schoss am Tormann vorbei, Simon will den Ball wegschießen, jetzt hat Tomaszewski den Ball erwischt. Schwer zu sagen, der Ball hat die Flugbahn nicht abgebrochen und ist jetzt im Toreck gelandet. Eigentor oder nicht, entscheiden Sie selber. Aber da es das letzte Spiel der Saison ist, sagen wir, Zuberbach geht in der 35. Spielminute 2:1 in Führung. Und laut Schiedsrichterbericht ist Torschütze Maxim Tomaszewski. Die erste Halbzeit endet mit 2:1. Und wir sehen uns gleich wieder in einer noch spannenderen zweiten Halbzeit nach der Werbung. Am 29. Juli 2023 findet in Wimpassing das erste Riverside Country Fest statt. Geboten werden Barbecue, ein veganer Foodtruck,
eine Schießbude, Lasso- und Hufeisenwerfen, den Westernmarkt und Lagerfeuer. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Band Nugget mit spontaner, handgemachter Musik, kraftvoll, zeitlos und ehrlich. New West spielen seit nunmehr 20 Jahren Country-Musik in allen Facetten und Stilen und begleiten auch die Line-Dance-Gruppe bei ihrem Show-Act. Sein Memphis Bandits mit Johnny Cash widmet sich den Frühhits des Ausnahmekünstlers Johnny Cash. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der aus Windpassing stammenden Western Cowboys, die zu den erfolgreichsten und meistgebuchten Bands in Österreich zählen. Save the Day, Samstag, 29. Juli 2023, ab 16 Uhr in Windpassing. Aktuelle Infos unter www.rscf.at. Willkommen in der zweiten Halbzeit des spannenden Spiels SV Dialet Zuberbach gegen den SC Wiesfleck. Die erste Halbzeit endete mit 2:1. Aber jetzt geht es weiter. Einwurf. Schiemer Kopfball. Salai. Gibt weiter an Kuroli. Und Tor. 3:1 in der 47. Spielminute. Torschütze Christoph Kuroli. Quedina erobert den Ball, gibt weiter an Wager. Kuroli. Tomaszewski, wieder Kuroli, gibt weiter an Horvath. Salai, Wager, Salai und Tor! Ein wunderschönes Tor, bei dem der Ball präzise ins Eck landet. Damit erhöht Zuberbach den Vorsprung auf 4:1 in der 50. Spielminute. Torschütze Mate Gabor Salai. Freistoß. Leitold. Stange Leitold und der Ball fliegt über das Tor. Im Lauf der zweiten Halbzeit fanden noch einige Wechsel bei beiden Mannschaften statt. Ein Tor haben wir noch, bevor es zu den Interviews geht. Einwurf, Wager, Horvath und Hoher. 5:1 in der 72. Spielminute. Torschütze Christian Horvath. Zu 1 ist auch das Endresultat des Spiels SV Dialet Zuberbach gegen den SC Wiesfleck. Wir haben mit beiden Trainern gesprochen. Wiesfleck hat leider heute verloren, aber in die erste Klasse ist er goldene Mitte sozusagen. Wie ist Ihre Bilanz für die vergangene jetzige Saison? Ja, als Aufsteiger war natürlich klar, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, dass wir die Klasse halten. Das haben wir souverän geschafft. Natürlich wäre der eine oder andere Platz weiter oben natürlich interessant und auch besser für uns gewesen. Aber so wie heute, es war schon die Luft draußen, ist nicht mehr viel gegangen. Also ein verdienter Tabellenplatz, sage ich jetzt einmal. Dankeschön. SV Zuberbach ist aufgestiegen, sozusagen Aufsteiger. Am Anfangphase hat sie ihm schlecht gespielt, schlecht. Bis sie wiederkommen, sind alles Trainer. Und jetzt sogar die letzte Spiel gewonnen. Wie ist Ihre Bilanz ab dem Moment, wie Sie Trainer geworden sind? Ja, meine Bilanz schaut so aus, wie ich die Mannschaft übernommen habe. Aber ich wusste, es ist Qualität in der Mannschaft. Das habe ich von Anfang an gesehen beim ersten Training schon. Und es hat einfach nur das System gefehlt, ja, dass die Burschen einfach wissen, was am Platz zu machen ist. Und das haben sie tadellos umgesetzt, die ganze Meisterschaft hin. Ihre Ziel war goldene Mitte? Unser Ziel war ganz klar der Klassenerhalt. Den haben wir erfolgreich erreicht. Und somit haben sie die Burschen jetzt endlich einmal die Sommerpause verdient
und ich bin sehr, sehr stolz auf die Burschen. Und was sagen Sie zu dem heutigen Spiel? 5:1? Ja, heutiges Spiel meiner Meinung nach als Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Aber meine Burschen haben gewusst, letztes Spiel, wir haben noch alle Reserven mobilisieren müssen. Und die Burschen haben gewusst, nach dem Spiel ist aus, wir trainieren auch nicht mehr weiter. Und genauso haben sie heute gespielt, haben alles aus sich rausgeholt. Ich bin mega stolz auf ihn. Dann kann man nur gratulieren. Dankeschön, danke. Auch der Obmann-Stellvertreter von Zuberbach, zuständig für die sportliche Abwicklung, zeigt sich zufrieden mit dem 7. Tabellenplatz. Herr Brandstätter, ich weiß, Ihr Wunsch war das, jetzt alles Aufsteiger in die Mitte zu bleiben. Jetzt ist sozusagen eine goldene Mitte. Wie sehen Sie, wie ist Ihre Bilanz für die heutige diese Saison? Also wir sind wirklich mehr als glücklich als Aufsteiger am 7. Tabellenplatz. Es hat ja im Herbst nicht so gut ausgeschaut. Wir haben sie, glaube ich, im Winter sehr gut verstärkt. Wir haben junge Spieler einkauft. Wir haben junge Spieler die Chance gegeben und die haben es heute auch bewiesen. Wenn man sich das anschaut, wir haben 5:1 gewonnen. Die ersten drei Tore haben zwei 15-Jährige geschossen. Also was will man mehr? Die Reserve, was ja ganz schwierig ist, wo große Vereine ein Problem haben, ist Sechster geworden. Wir stellen den Torschützenkönig in der Reserve und das ist schon gewaltig für so einen kleinen Verein. Ihr habt ja einen jüngsten Spieler, der Luca, ich glaube, heißt das 15-Jährige, was das erste Tor geschossen ist. Ja, eben, was ich vorher erwähnt habe, der Luca, 15 Jahre alt, den haben wir von Pilgersdorf ausgeliehen, wo seine Mutter wirklich eine Vorzeigemutter ist, die ihm zu jedem Training führt. Das zweite Tor ebenfalls ein 15-Jähriger, ein Flüchtling aus der Ukraine, unser Maxim, den haben wir angemeldet, ist inzwischen voll integriert bei uns und sind beide wichtige Bestandteile, wo sie auch immer wieder zum Einsatz kommen. Heute beide von Anfang an von unserem Trainer eingesetzt, also ich finde das wirklich gigantisch. Dann kann man nur SV Zuberbach wünschen, alles Gute. Ich sage Dankeschön. So Bursche, jetzt wart's aber noch. Trainer, eine Sekunde! Auf unsere Zicke-Zack! 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 Zicke-Zack!